Herzlich willkommen zu einem weiteren Vorstellungsvideo. Hier haben wir eine Handschelle aus Deutschland, und zwar die sogenannte Stotz-Handschelle. Beschriftung haben wir hier keine und somit kommen wir natürlich direkt zur Form. Was wir hier sehen, ist eine wunderbar rund angelegte Schellengrundform. Wir haben hier eigentlich diesen relativ langen und gezogenen Bügel. Und also als fast größtes Teil und dann hier unten nochmal einen kleinen Bügel als Verschluss, der dann hier entsprechend im Schlosskasten mündet. Der Schlosskasten ist rund, also wirklich wunderbar schön gefertigt. Hier vorne läuft da so ein kleines bisschen konisch zusammen und hier haben wir nochmal so eine Außenlippe, wie wir das sehen. Es gibt durchaus auch kürzere Schlosskästen und auch hier schmalere konische Verläufe. Aber hier haben wir das eben so, wie es hier daherkommt, entsprechend ausgestaltet. Schlosskasten an sich hat hier ein Loch. Da drin sieht man einen Bolzen. Ich mache mal ein kleines bisschen Licht oder versuche das mal ins Licht zu bringen. So, da kann man sehen den Bolzen. Und dieser Bolzen hat ein Außengewicht. Dazu kommen wir gleich nochmal. Was wir weiterhin sehen, sind dann hier diese Einkerbungen natürlich für die verschiedenen Schließpositionen. Und hier hinten haben wir dann natürlich wunderbar angefertigt diesen Scharniermechanismus. Wir haben also von jedem dieser beiden Teile, die ich eben gerade beschrieben habe, hier halb umgeschlagen, dann entsprechend wie so eine Öse. Da drin verläuft natürlich ein Bolzen. Den Bolzen sehen wir hier dann auch außen. Und der ist dann hier auch mit diesem Drehschäkel entsprechend verbunden. Und somit ist dann hier ein kleiner Scharniermechanismus. Beide Handschellen werden hier mit diesem verschweißten O-Ring entsprechend gekoppelt. Das heißt, wir haben natürlich hier keine so große Möglichkeit, das Ganze zu bewegen, zu drehen. Aber in gewisser Weise gibt es natürlich schon ein bisschen Spielraum, aber aufgrund der Enge ist es sehr restriktiv. Die Ecken und Kanten sind allesamt richtig schön abgerundet und auch verarbeitet. Also das passt. Das ist hier wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit. Und wir sehen natürlich, wenn wir hier von innen auch gucken, wie sich dann der Schlosskasten hier entsprechend auch an die Handschelle anfügt und dann ja das hier schön abrundet. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Wir haben es von allen Seiten gesehen. Ein bisschen interessanter wird es gleich bei der Funktion, aber zunächst kommen wir erstmal zum Schlüssel. Das hier ist nicht der originale Schlüssel, der ist hier von Ian McColl aus Australien nachgefertigt, aber aufgrund der Maße, die ich ihm gegeben habe. Es ist fast originalgetreu. Wir haben also hier so einen Schlüsselkörper aus gedrehtem Material. Hier vorne dann gerade verlaufend dieses Stückchen und hier dann innen drin natürlich ein Innengewinde. Und dieses Innengewinde, das passt natürlich perfekt hier auf das Außengewinde. Der Schlüsselkörper hier hinten ist oval, hat dann hier wie so eine kleine 8 innen drin, designtechnisch das schön verarbeitet. Hier vorne ist es noch verlötet, also wirklich auch eine tolle Arbeit. Wie funktioniert die Handschelle? Ganz einfach, wir setzen den Schlüssel, der natürlich auch wunderbar hier hineinpasst, dort in diese Handschelle hinein. Und drehen ihn, wo drehen wir ihn hin? Wir drehen ihn gegen den Uhrzeigersinn. Das ist nämlich ein Linksgewinde. Genau, das ist relativ speziell bei diesen Handfesseln. Und dann merken wir, dass dieser Schlüssel hier fasst. Der Absatz hier am Schlüssel, der greift natürlich hier auf diese Außenlippe. Und wenn wir weiter drehen, merken wir, dass wir dann mit jeder Drehung, weil der Schlüssel kann ja nicht weiter in den Schlosskasten hinein, ein Bolzen, der hier drin sitzt und auch gefedert hier drin sitzt, zurückziehen. Und dann können wir mit ein bisschen Glück, geht leicht schwer, die Handschelle hier öffnen. Ist natürlich der Knackpunkt, wenn hier ein bisschen was verbogen ist, dann geht das schon mal, also ganz so schwer ist es nicht, aber man muss halt schon ein bisschen gucken, dass man das hier entsprechend aufbekommt. Wie gesagt, es funktioniert relativ einfach. Wir haben hier also eine Öffnung, wo der Bügel einfach durchlaufen kann
und hier drin ein Bolzen mit einer Spitze und dieser ist halt federnd gelagert. Wenn ich jetzt die Handschelle wieder zurückdrehe oder den Schlüssel hinausdrehe, dann sehen wir gleich, wie der Bolzen hier unten zurückkommt. Da sehen wir es, der ist auch relativ schmal. Von unten auch nochmal. Und auf der anderen Seite geht das natürlich identisch. Das machen wir jetzt auch mal. Muss erstmal ein bisschen hier den Bolzen treffen, eindrehen und dann die Handschelle öffnen. Das aufgrund des Alters ist das alles nicht mehr so hundertprozentig gerade und man muss mal ein bisschen mehr ziehen. Aber das ist bei solchen Handschellen dann eben der Fall. So, und auch hier sehen wir natürlich dann diesen Bolzen. Und wie funktioniert das Ganze nun, wenn wir die Handschelle schließen? Der Bolzen greift einfach hier diese 1, 2, 3, 4, 5, 6 Einkerbungen hinein. Die sind auch hier wirklich richtig schön verarbeitet. Natürlich auf beiden Handschellen. Und man sieht natürlich, dass es auch wahrscheinlich Handarbeit ist, also keine maschinelle Arbeit. Und das macht die Handschellen natürlich auch nochmal umso besonderer. Wenn die Hand hier drin steckt, dann wird einfach der Bügel hier hindurch geführt und mit ein bisschen Kraft, weil man muss natürlich auch gegen diese Federspannung dann arbeiten, hier zugedrückt. Ihr habt es gehört, es ist ein relativ dumpfes Geräusch, welches hier auf das Metall einwirkt. Da haben wir es auch mal und das ist dann hier die erste Schließposition. Und natürlich können wir das jetzt noch weiterführen. Können die Handschelle auch weiter schließen. Also relativ simpel gemacht, aber wirklich schön verarbeitet dieses Modell und ja, auch relativ selten. Zu guter Letzt kommen wir jetzt noch zum Gewicht dieser Handfessel. Das Ausmessen erspare ich mir bei dem Modell mal, das ist nämlich auch nicht ganz so einfach. Und dann haben wir 362 Gramm. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche einen angenehmen Tag.